Engländ Silberstaub. Eine Geschichte von Peter Phönix. Fröhlich saß das Englein mit dem wohlklingenden Namen Silberstaub auf der Treppe vor der großen Himmelswerkstatt und sang ein Weihnachtslied. Morgen, Kinder, wird's was geben, morgen werden wir uns freuen. Silberstaub sang immer während seiner Mittagspause. Die anderen Engel lümmelten auf den samtweichen Wölkchen herum oder sie verbrachten ihre Pause mit ausgelassenen Spielen. Silberstaub aber sang am liebsten, denn er war eigentlich ein sehr fröhlicher Engel. So fröhlich, dass er alle mit seiner sprichwörtlichen Fröhlichkeit förmlich ansteckte. Und spätestens 10 Minuten vor dem Ende der Mittagspause sang auch der noch so faulste Engel bei Silberstaubs Liedern mit. Doch schon erklang das Glöckchen. Alle wussten, die Pause war vorüber. Die Arbeit an der Himmelswerkstatt ging weiter. Alle machten sich wieder an ihre Aufgaben, auch Silberstaub. Die Engelchen stellten Weihnachtsgeschenke für die Kinder auf der Erde her. Jeder einzelne von ihnen hatte seinen eigenen Bereich. Der Mohrenengel zum Beispiel machte die Schokolade. Der Chuchu-Engel stellte ganze Züge von Eisenbahnwaggons her. Der Nuss- und Zimtengel war für das Plätzchenbacken zuständig. Und der Liederengel bastelte Spieluhren und so weiter. Überall wurde gehämmert, geleimt, geklopft und gebacken. Und seit ein paar Jahren gab es sogar eine elektronische Abteilung, in der Computer, Handys, Spielkonsolen, DVD-Player und also ein hochtechnisches Zeug hergestellt wurde. Die Zeit machte also auch vor der Himmelswerkstatt nicht Halt. Silberstaub aber war in der Poststelle eingesetzt. Das Englein war dafür verantwortlich, dass jeder Wunschzettel jedes einzelnen Kindes auch sicher auf den Schreibtisch des Weihnachtsmannes landen würde. Aus einem großen Schacht kamen täglich Tausende und Abertausende von Wunschzetteln auf Silberstaub zu. Und er musste sie alle ordnen, nach Ländern, Städten und Namen der Kinder. Puh, war das vielleicht eine anstrengende Arbeit, aber Silberstaub machte es gerne. War er doch sehr stolz darauf, dass er alleine dafür verantwortlich war und der Weihnachtsmann auch alle Briefe bekam und dass jedes Kind auf der Welt auch den richtigen Wunsch erfüllt wurde. Und der Weihnachtsmann bekam alle Briefe, doch niemals hatte Silberstaub auch nur einen ausgelassen. Dafür bekam er auch schon mal ein ganz dickes Lob. Ab und zu hatte Silberstaub sogar Zeit, den einen oder anderen Wunschzettel zu lesen. Am Anfang war das Englein noch sehr neugierig, was sich die Kinder denn alles so wünschen würden. Es war ja kein Geheimnis, denn Silberstaub half dann kurz vor den Abfahrt des Weihnachtsmanns auch beim Herrichten der Sachen. Aber irgendwann wurde es dann auch sehr langweilig, Silberstaub die Briefe zu lesen. Denn in jedem Brief stand fast immer dasselbe. Alle Kinder wünschten sich je nach Alter automatisch alles, was sie seit September im Fernsehen in der Werbung gesehen hatten. Puppen, die sprechen, Hündchen, die laufen, Autos, die sich 100-mal überschlagen, Roboter, die mal ein Raubschiff sind und mal ein Roboter, Handys, die Fotos machen, Computer, die schreiben, wenn man ihnen über das Mikrofon diktiert. Alle 10.000 Artikel, die es inzwischen von Harry Potter gibt und Millionen von Barbies und Fußbällen. Barbies und Fußbälle sind wohl das einzige Spielzeug, das niemals ausstirbt, dachte sich Silberstaub und musste lächeln. Aber mit all dem modernen Zeug konnte das Englein rein gar nichts anfangen. So schüttelte Silberstaub, wenn er wieder mal einen Wunschzettel gelesen hatte, nur seinen Kopf und dachte bei sich, was es doch für schöne Zeiten waren, als sich die Kinder noch Rauschgoldengel, Teddybären oder Spieluhren gewünscht hatten. Und eines Tages, als sich Silberstaub wieder einmal so seine Gedanken darüber machte, rutschte plötzlich ganz schnell ein Brief aus dem Schacht und traf das Englein genau auf die Nase. Etwas verärgert über den frechen Brief, der es in die Nase gepikst hat, nahm es den Brief und öffnete ihn. »Da bin ich aber mal gespannt, was in diesem frechen Brief wohl alles so gewünscht wird. Wahrscheinlich genauso freche Roboter, die anderen in die Nase pieksen,« beschimpfte Silberstaub schon wieder sichtlich fröhlich diesen Brief. Doch als Silberstaub den Wunschzettel zu Ende gelesen hatte, kullerten dicke Tränen über seine Wangen hinab. Als er sich wieder beruhigt hatte, rief er, »Diesen Brief muss sofort der Weihnachtsmann sehen!« Ganz aufgeregt bat das Englein, einen der anderen Engel ihn doch kurz mal in der Poststelle zu vertreten. So eilig, als ob der Weihnachtsmann bereits hätte abreisen wollen, lief Silberstaub zu ihm. »Na, na, na, was ist denn so eilig, mein Kind?« fragte Santa mit sanfter Stimme, als Silberstaub mit einem Ruck die Türe zu seinem Zimmer aufgerissen hatte. »Bitte!«
lies diesen Brief, diesen Wunschzettel und bitte, schau für mich in dein goldenen Buch nach, wer dieses Kind ist, bat Silberstaub nervös den Weihnachtsmann. Santa bat Silberstaub, sich gemeinsam mit ihm an den großen runden Weihnachtstisch zu setzen, auf dem das ganze Jahr über 4 Kerzen brannten. Das war eine große Ehre für Silberstaub, denn nur sehr wenige der Engel durften dort Platz nehmen, außer an Heiligabend, kurz vor der Abreise des Weihnachtsmannes. Dann lasen Santa und Silberstaub den ganz besonderen Wunschzettel des kleinen Mädchens. Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir, dass ich nächstes Jahr am Allerheiligen das Grab von meinem Opa besuchen darf, dass ich jeden Tag 15 Minuten länger wach bleiben darf, weil ich den nächsten Tag zur Schule muss, dass ich nicht jeden Tag eine Vitamintablette nehmen muss, die schmeckt so furchtbar. Ja, vielleicht noch ein paar Süßigkeiten und ein Bussi und dass es allen Menschen gut geht und dass sie froh und glücklich sind auf der ganzen Welt. Danke, lieber Weihnachtsmann. Erwartungsvoll sah Silberstaub den Weihnachtsmann an. Beiden standen Tränen in den Augen. Solche Briefe bekamen sie wirklich nicht jeden Tag. Und dieser Brief war tatsächlich etwas ganz Besonderes. Dann schlug der Weihnachtsmann sein goldenes Buch auf, in das jedes Kind dieser Erde eingetragen ist. Er blätterte ziemlich lange, doch dann hatte er das Kind gefunden. Es war ein kleines, 8-jähriges Mädchen. Es war gesund, lieb und fleißig. Es lebte bei seiner Mutter und durfte alle 2 Wochen seinen Vater, der von der Mutter geschieden war, übers Wochenende besuchen. Zwar war ihr Großvater, den sie sehr mochte, dieses Jahr gestorben, worüber sie sehr traurig war, aber sonst war es ein fröhliches und gescheites Mädchen. »Ja, hat sie denn sonst keinen besonderen Wunsch?« fragte Silberstaub den Weihnachtsmann. »Doch«, antwortete er, »aber der ist geheim. Aber dir kann ich's ja sagen.« Dann flüsterte der Weihnachtsmann den besonderen Wunsch des kleinen Mädchens in Silberstaubs Ohr. »Aber sie würde ihn niemals in den Wunschzettel schreiben, weil es ein Wunsch ist, den niemand erfüllen kann. Nicht einmal ich«, fügte der Weihnachtsmann hinzu. Silberstaub verstand es und sah es auch ein. Doch ab sofort wusste das Englein, was zu tun war. Silberstaub war seiner Sache ganz sicher. Fortan würde sich sein Leben gänzlich verändern. Es war zwar ein entscheidender Schritt, den er vorhatte, aber ein so bescheidenes Mädchen war es schließlich wert, dachte Silberstaub bei sich. Der Weihnachtsmann wartete mit traurigem und gleichzeitig glücklichem Gesicht auf das, was ihm Silberstaub gleich fragen würde, denn er wusste ganz genau, was das Englein jetzt vorhatte. »Lieber Weihnachtsmann«, begann Silberstaub. Doch der Weihnachtsmann ließ das Englein gar nicht erst ausreden. Es war zwar sonst nicht seine Art, aber er wollte Silberstaub all den Abschiedsschmerz ersparen, den er selbst bereits empfand. Santa wusste genau, das Englein wollte die Himmelswerkstatt verlassen. Viele Jahre waren sie treue Freunde gewesen. »Silberstaub«, begann er zu sprechen, »mein liebes Englein, ich weiß genau, wo deine neue Berufung liegt. Geh nur, das Mädchen braucht dich. Wir werden immer Freunde bleiben. Das Englein Rauschgold, dein bester Freund, wird deinen Platz in Ehren vertreten.« Plötzlich waren beide gar nicht mehr traurig, denn sie wussten, sie waren sich einer Meinung. Nachdem Silberstaub diesen Wunschzettel gelesen hatte, wusste er ganz genau, was seine Berufung war. Und Santa wusste es auch. Silberstaub musste einfach Schutzengel werden, Schutzengel bei diesem Mädchen. Schutzengel war die höchste Auszeichnung, die jener Engel von der Himmelswerkstatt bekommen konnte. Und es war Silberstaub sehr peinlich, von selbst danach zu fragen, ohne auf eine Auszeichnung zu warten. Aber weil er dieses kleine Mädchen jetzt schon sehr, sehr lieb hatte, ohne es zu erkennen, musste er diesen Schritt einfach gehen. Der Weihnachtsmann verstand Silberstaub sehr gut und beförderte ihn deshalb feierlich zum Schutzengel. Freundlich legte er seinen Arm um die Schulter des Engleins und lobte es mit den Worten. »Silberstaub, du warst eines der besten und zuverlässigsten Englein, die je in der Himmelswerkstatt für all diese Kinder dieser Welt da waren. Du hast deine Aufgabe stets mit vollster Zufriedenheit erfüllt. Und alle Kinder werden es dir für immer danken. Deshalb weiß ich auch, du wirst deine Aufgabe als Schutzengel wie kein anderer meistern. Denn wenn ein Kind den besten Schutzengel verdient, dann ist es dieses kleine Mädchen.« Sehr glücklich über diese Worte flog Schutzengel Silberstaub zur Erde hinab und beschützt fortan bis in alle Ewigkeit dieses kleine bescheidene Mädchen als ihr ganz besonderer Schutzengel. Und immer, wenn das Mädchen müde wird und Sand in ihren Augen fällt, kommt dieser nicht vom Sandmännchen, sondern es ist ein kleines bisschen Silberstaub von ihren Schutzengeln.